Am zweiten Weihnachtsfeiertag vor 10 Jahren ereignete sich eine der schlimmsten Naturkatastrophen der jüngsten Zeit. Nach einem schweren Seebeben überschwemmte ein Tsunami die Küsten im Indischen Ozean. Etwa 230.000 Menschen kamen ums Leben. Boah, Mörder, dahinter kommt noch eine größere. Das Meer glitzert in der Sonne. Niemand ahnt am zweiten Weihnachtstag 2004, welche Gefahr da anrollt. Spät wird klar, dass für viele nur noch Wegrennen hilft. Komm, wir müssen los. Wir müssen weg. Nach hinten, komm. Mehr als 200.000 Menschen sterben. Millionen werden obdachlos. Und nach Schätzungen der Vereinten Nationen verlieren an diesem einen Tag mehr als 1,4 Millionen ihre Lebensgrundlage. Die Konsequenzen sind riesig. Sie verloren ihre Existenz. Es dauert ewig, sich davon zu erholen. Die internationale Hilfe damals war auf etwa 5 Jahre angelegt. Aber um ehrlich zu sein, die Auswirkungen dieses Megadesasters dauerten viel länger. Indonesien, Sri Lanka, Myanmar, Thailand und die Malediven waren am härtesten getroffen. Und hier setzte das Welternährungsprogramm mit seiner Hilfe an. Wir erhielten mehr als 70 Millionen Dollar an Spenden, um das Auskommen der Menschen wieder aufzubauen. Nicht für die unmittelbare Nothilfe, Lebensmittelspenden oder Erstversorgung, sondern für die landwirtschaftlich geprägte Existenzsicherung. Weltweit wurden 11 Milliarden Euro an Spenden gesammelt. Dank dieses Geldes ist die Infrastruktur wie hier in diesem indonesischen Dorf vielerorts wieder aufgebaut. Die Menschen können wieder von ihrer Arbeit leben und mit neu angeschafften Geräten Ackerbau betreiben. Und längst können sie auch wieder mit neuen Booten rausfahren, zum Fischen, auf das Meer.